über einen ganz besonderen Typ. Er müsse sich jeden Tag rechtfertigen, dass er Schriftsteller sei. Jeder Text sei deshalb auch ein Rechtfertigungsversuch, hat Wolfgang Kilbig gemeint. Ergebnisse dieser Rechtfertigungsversuche sind, dass seine poetische Kraft bezeugende und von vielen geradezu verehrte Bändchen Stimme, 1983 in der DDR erschienen, oder der Roman Das Provisorium, erschienen im Jahr 2000. Wolfgang Kilbig, verstorben, heute vor 15 Jahren, am 2. Juni 2007. Die Erinnerung an ihn von Thomas Hartmann. Ihr habt mir ein Haus gebaut, lasst mich ein anderes anfangen. Ihr habt mir Sessel aufgestellt, setzt Puppen in eurer Sessel. Ihr habt mir Geld aufgespart, lieber stehle ich. Ihr habt mir einen Weg gebahnt, ich schlag mich durchs Gestrüpp seitlich des Wegs. Sagtet ihr, man soll allein gehen, würde ich gehen mit euch. Ein Gedicht von Wolfgang Kilbig, ein Schriftsteller, der im Interview von sich gesagt hat: Ich bin im Grunde genommen gespalten. Mit der Vokabel gespalten könnte Kilbig wohl sein gesamtes Leben charakterisieren. Er erlernt den Beruf eines Bohrwerkdrehers, arbeitet als Werkzeugmacher, als Abräumer im Restaurant, als Heizer und führt gleichzeitig eine Schriftstellerexistenz. Dem von den Obergenossen gewünschten Bild des schreibenden Arbeiters entsprechen freilich weder Werk noch Autor. Er selbst begreift sich ohnehin eher als Schreibender mit einem Berufsleben jenseits des Papiers. Ich habe schon sehr früh angefangen zu schreiben, also schon in meiner Kindheit eigentlich. Ja. Also insofern stimmt es nicht ganz mit diesem schreibenden Arbeiter. Eher bin ich dann, nachdem ich schon längst geschrieben hatte, ja, Arbeiter geworden. Kilbig ist ein Schriftsteller, der lange Zeit ohne Buchveröffentlichung auskommen muss. Ein erster Gedichtband wird von dem 1941 in Meuselwitz geborenen und in der DDR lebenden Schriftsteller 1979 herausgegeben, in der Bundesrepublik. Als sich der nunmehr freischaffende Autor 1985 mit einem Reisevisum auch dorthin begibt, muss er erkennen, dass er weder hüben noch drüben rundum als seinen Platz begreifen kann. Ein Gespaltensein deutet sich selbst im Umgang mit der Sprache an. Seine Texte mögen großen Beifall finden. In Interviews wirkt Kilbig oft so, als befände er sich mit den Wörtern im ständigen Ringkampf und lange Pausen können entstehen. Also ein Schriftsteller ist ein Mensch, der am Schreibtisch sitzt und seine Gedanken aus dem Kopf in ein Buch transportiert. Ja, das hat den merkwürdigen Effekt, dass man kaum noch Gedanken hat, wenn das Buch fertig ist. Man wird aber zu Büchern dann immer weiter befragt und es fällt einem eigentlich nichts mehr ein. Er hat eine ungeheure Suggestivkraft. Also jeder, der irgendwie nicht völlig harthörig ist, wird das, glaube ich, nicht vergessen, wenn er mal ein paar Sätze von ihm gelesen hat. Verabschiedet der Autor Ingo Schulze den Kollegen im Jahre 2007. Wolfgang Kilbig, der mit seinen Gedichten, seinen Erzählungen wie »Die Weiber« und »Alte Abdeckerei«, mit seinen Romanen »Ich« und »Das Provisorium« spät viel Aufmerksamkeit erfährt, der nach Franz Fühmann über eine wunderbar präzise, melodische und gleichwohl verschlagene Prosa verfügt, stirbt 65-jährig an einer Krebserkrankung. Lasst mich doch, lasst mich in kalte Fremden gehen. Zu Hause sink ich in diesen warmen, klebrigen Brei, der kaum noch durchsichtig ist, der mich festhält, der mich so festhält.